Hallo Freunde, hallo zusammen. Da wir eine schwere Zeit haben gerade, nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt, mit diesem blöden Coronavirus, wollte ich mal was Lustiges bringen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Bleibt es auch gesund, bleibt zu Hause. Ich habe hier, mir bzw. meine Frau hat das geholt, und zwar vom Aldi, ein Puring-Set für 3,90 Euro. Bestimmt eine coole Sache. Wollte ich mit euch einfach mal testen zusammen. Puring Set, die Trenntechnik in Acryl. Ja, steht halt drauf, Puring, bekannt durch tausende Videos im Internet, ist mit dem Malmittel für die Poring-Technik und dem Acrylgießen dieses Set sowie mit dem CPM-Künstler Acrylfarben-Set kinderleicht umzusetzen. Es eignet sich für die unterschiedlichen Gieß-, Schütt- und Schichttechniken und macht Acrylfarben fließfähiger. Eine detaillierte Gebrauchsanweisung liegt dem Poring-Set bei. Farbtöne steht noch dran, Purpur Magenta, Blau, Petrol, ich weiß Petrol, naja, ich würde es mir nicht kaufen, Silber und zwei Malmittel für das Puring Technik. Okay, sonst steht nichts Großartiges drauf. Ich würde sagen, wir machen es mal auf. Nein, Spaß. Bin mal gespannt. Ah, ist das aufregend. So, oh. Okay. Also ihr seht es hier. Hoffe ich doch. Das dürften die zwei Malmittel sein. Malmittel für die Puring-Technik. Genau, 2x100 ml. Dann dieses Magenta oder Purpur Magenta, Silber, Petrol, wobei dieses Petrol gar nicht so schlecht aussieht, es geht eher ins Türkis, und Blau. Okay, was haben wir noch? Malerleitung. Jetzt schauen wir mal. Sie brauchen Malmittel für die Puring-Technik, 2x100 ml, 3 bis 4 Acrylfarben nach Wahl, haben wir ja, ne? Maximal Größe für den Inhalt des Sets 30x40 cm, also damit sind wahrscheinlich die Keilrahmen gemeint, Plastikfolie oder Zeitung und zum Abdecken der Arbeitsplatzes oder des Arbeitsplatzes. Mehrere Plastikbecher oder kleine Schüttbehälter. Das ist auch ein cooler Name, Schüttbehälter. Spatel oder ähnliches zum Umrühren, Gummi, Einweghandschuhe, Abstandshalter, alte Gläser, Holzklötze oder ähnliches, eventuell Spachtel. Vorbereitung. Wählen Sie einen Ort, an dem das noch nasse Bild mindestens 24 Stunden waagerecht liegend trocknen kann, ohne bewegt zu werden. Decken Sie den Untergrund mit Plastikfolie oder Zeitung ab. Achten Sie darauf, dass Ihre Arbeitsfläche waagerecht ist, sonst fließt Ihnen die Farbe oder Farbmedium-Mischung beim Trocknen vom Bild. Und das kennen wir alle irgendwo her, ne? Legen Sie den Malgrund auf die Abstandshalter, damit er nicht am Untergrund kleben bleibt, wenn Farbe überläuft. So, Schritt 1, das ist mal das Wichtige. Die besten Mischverhältnisse beträgt ungefähr ein Teil Farbe, ein halben Teil Wasser, ein Teil Malmittel. Füllen Sie gewählten Farben dem entsprechenden Anteil des Malmittels sowie dem Wasser
in die verschiedenen Plastikbecher. Rühren Sie die Farbmalmittel-Wassermischung. Das ist ja mal richtig geil. Rühren Sie die Farbmalmittel-Wassermischung mit dem Spatel gut um. Okay. Das mache ich einfach mal, wie wenn ich ein Anfänger wäre. Ganz einfach. Legt man zur Seite, vielleicht brauchen wir es noch zum Nachlesen. Okay, also. Becher. Wir nehmen jetzt einfach mal alle Farben, die wir haben. Dann Malmittel. So, nach dieser Anleitung erst die Farbe. Dann das Malmittel. Ne, halte mal. Ein Teil Acrylfarbe in den Becher gießen. Einen halben Teil Wasser hinzufügen. Dann mit Farbe anrühren. Und ein Teil Puring Malmittel hinzugeben. Okay, also erst die Farbe mit Wasser vermischen. Und dann das Puring Medium dazu. Jetzt mache ich einfach mal einen Teil. Ist offen? Oh, ist offen. Wenn man das jetzt mal einen Teil nehmen kann. Bei 100 Milliliter ist ja nicht viel. Ich mache nicht so viel, vielleicht kann man noch ein zweites Bild machen. Dann Wasser. Das ist natürlich jetzt gut abzuschätzen. Einen halben Teil Wasser. Ich brauche noch was zum Umrühren. La. Okay. Dann ein Teil Puring-Material, Malmittel. Lesen sollte man auch können. Dann nehme ich, oh, das ist recht dünn. Und ich sage euch eins, das ist auch nichts anderes wie diese ganzen anderen Medien. Ja, riecht auch so ähnlich. Wobei ich es nie so mischen würde. Weil man es ja da recht schlecht einschätzen kann. Also gerade wegen Wasser dazu geben. Jetzt haben wir nämlich diesen Punkt, wo es fast schon tropft und etwas zu dünn ist. Wenig Farbe, ja. Also ich gehe mal davon aus, theoretisch, wenn wir ein 30-40 Bild machen, dann haben wir das alles schon leer. Nehme ich mal, das ist Silber. Haha, erst Wasser. Das ist das, wo man nicht richtig einschätzen kann. Weil ich gehe mal davon aus, kann man nicht so pauschal, weil einfach manche Farben sind ja stärker pigmentiert, manche weniger und dadurch. Aber gut, so ist es beschrieben, so machen wir es. Und ein Teil Malmittel. Dadurch recht dünnflüssig.
Okay, jetzt ist Petrol, jetzt mache ich das mal anders, wie ich das denke. Farbe, Malmittel, dann haben wir nämlich ein Teil. Verrühren das erstmal. Und dann habt ihr nämlich eine dickere Konsistenz. Und dann tun wir einen Schuss Wasser dazu. Meine Meinung. Aber ich habe ja keine Ahnung. Seht ihr, jetzt haben wir schön laufend. So, jetzt passt mal auf. Fast viel zu dünn. Ich schiebe hier noch ein bisschen Malmittel nach. Also unser Medium. Wird auch nicht mehr viel bringen jetzt. Ich finde es halt immer toll, wenn es einer noch nie gemacht hat, probiert das mal aus und dann, wenn er so mischt wie beschrieben, dann hat er keinen Bock mehr drauf. Immer noch das Blau. Malmittel, ein Teil Farbe, ein Teil Malmittel. Man braucht eigentlich gar nicht so viel Malmittel. Aber 3,90 Euro mal zum Ausprobieren. Why not? Warum nicht? Ein Schuss Wasser dazu. Oh. Seht ihr? Blau ist etwas dicker. Und ein Schuss Wasser. No. Aber egal, ich lasse es mal so. Viel Farbe haben wir eh nicht. Ich mische nachher nochmal ein zweites Bild an und da machen wir das dann mit Silikon. Okay, was brauchen wir dazu? Haben wir unsere Farben. Ein Malmittel, Malkohle. Ich nehme hier 30 auf 24 cm. Mein Standardmaß. Übrigens, die liegen auch bei 2,10 Euro. Wenn ihr günstige Rahmen möchtet zum Üben bei Bösner. Muss ich wieder dazu sagen, go kreativ. Wenn am Anfang nicht so viel Geld ausgeben möchte für teure Rahmen. Dann machen wir einfach auf die Schnelle. Komm, wir nehmen einfach kleine Becher, ist egal jetzt. Soll ja nicht auf dem Boden liegen. Okay, steht da irgendwas beschrieben, wie man es machen kann?
Ah, ein Flipcup, okay. Schichten der Farben in Becher. Geschichtete Farben werden auf die Leinwand gegossen. Okay. Becher. Becher. So. Rot. Silber. Petrol. Seht ihr, Petrol ist schwerer, versinkt. Sehen wir auch ein bisschen bei den Schichten. Blau natürlich auch ein bisschen schwerer. Achso, ja, ihr solltet übrigens Handschuhe anziehen, damit ihr euch nicht verkleckert. Das dürfte euch jetzt reichen. Handschuhe. Da ist das Päckchen Handschuhe teurer wie das Malset. Genital. Okay. Muss mal nachschauen. Die lassen das von oben runterlaufen. Okay. Einfach laufe lau. Jo. Wird eng. Aber jetzt schauen wir mal. Wird eng. Oh, seht ihr es? Ja. Ihr seht ja mal hier, wenn es so anfängt mit Tropfen runterzulaufen, dann merkt ihr, dass es eng wird mit der Farbe. Aber ich bin ja Anfänger. Das ist nur eine Vermutung. Du schaffst das. Wir schaffen das. Okay. Haha. Sieger. Ende machen wir das Bild ja richtig zu. Come on, baby. Wenn das jemand sehen wird, wie ich das mache. Komm, wir helfen ein bisschen nach. Okay, okay. Haben wir alles zu? Ah ja. So.
Schlecht schaut es gar nicht aus. Gut, sonst steht nichts mehr dran. Von wegen mit dem Brenner drüber oder gut zu wissen steht hier noch. Kleinformatige Vorversuche sind anzuraten, um sich mit dem Produkt vertraut zu machen. Unterschiedliche Glanzgrade dienen der Belebung des Bildes. Kombinierbar mit allen Farben und Sets, Künstler-Acrylfarben, 8x100 Milliliter, genau. Das heißt praktisch, die wollen noch, dass man natürlich noch andere Farben dazu kauft. Die Verarbeitungs- und Objekttemperatur sollte nicht unter 15 Grad liegen. Arbeitsgerät direkt nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Flaschen nach Gebrauch sofort verschließen. Kühl und trocken lagern. Okay. Dann lassen wir das mal so. Jetzt werde ich eins machen. Wir machen nochmal ein Bild. Und zwar mit Silikon, was da passiert. Es hat hier zwar vereinzelt kleine Zellchen, aber das ist meiner Meinung nach nur die Luftblasen. Und die lasse ich einfach. Fertig, aus. So. Ich stelle jetzt das Bild einfach mal zur Seite. Nehmen wir nochmal einen Rahmen. Und ihr solltet immer Handschuhe anziehen, ja? Na komm schon. So, Freunde. Danach. Viel Farbe haben wir nicht mehr. Wir mischen uns das nochmal geschwind an. Und zwar blau. Also wie gesagt, mehr wie 3, maximal 4 so kleine Bilder könnt ihr eh nicht machen. Und das Problem ist wirklich, ihr habt ja wenig Farbe. Wie gesagt, ich rühre es jetzt anders an. Weil mir das sicherer ist mit der Wassermenge. Ich denke mal, so kann man es lassen. Dann haben wir noch Rot. Einfach mal ein bisschen mehr. Platsch. Vielleicht noch einen Ticken Wein. Sicher ist sicher. Ja, dann seid ihr wieder etwas zu dünn, aber das geht. Okay,
Blau, Rot, Silber, eins zu eins die Teile. Oh yeah. Silber ist halt dünn, obwohl es Metallic Pigmente sind. Spritzt mich voll. Ich mache da noch ein bisschen rein, ist egal. Ich werde es eh nicht mehr verwenden. So, und jetzt haben wir nämlich das. Es fängt schon an zu klumpen, das ist genial. Tun wir noch ein bisschen Mahlmittel rein. Mahlmittel. Yeah. Brauche ich gar kein Wasser mehr. Und dieses Petrol, was eigentlich wie Türkis aussieht, ich verspritze hier regelmäßig. Seid ihr noch da? Ein Schuss Wasser rein. Das lasse ich jetzt mal etwas dicker einfach, dann haben wir ein bisschen verschiedene Schichten. So, und jetzt machen wir, kommt von dem Silikon 300, Standard-Silikon, machen wir 1, 2 Tropfen. So, da bin ich mal gespannt. Weil wenn wir es testen, testen wir es richtig. Karten, da kann ich den Becher nehmen, dass ihr was seht. Fangen wir den Petrol an. Dann ist es Rot. Purpur Magenta. Blau. Silber. Machen wir den Rest noch rein. Petrol. Blau. Silber. Und nochmal den Rest Rot. Da haben wir einen guten Becher, voll. Und jetzt hauen wir einfach drauf. Okay.
Ihr seht die Zellen, denke ich mal. Ich zeige euch aber die Bilder dann auch nachher nochmal von nahem. Mensch, Handschuh anziehen, Heiland, zack. Schlechtes Vorbild. So, Freunde. Voll ungewohnt im Sitzen auch. Okay. Ihr seht's, ja. So. Da 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 da. Love for it. So. Fast zu. Oh, das passt. Aber es läuft gut über die Kanten, kann man sagen. So, wir haben jetzt natürlich Zellen. Und so schlecht ist es gar nicht. Das Silber hat sich ein bisschen verschluckt. Aber jetzt mache ich trotzdem mal etwas Feuer. Einen kleinen Brenner. Mal schauen, ob noch was passiert. Okay, warum nicht für kleines Geld? Was sagt ihr dazu? Ich zeige es euch jetzt mal von nahem und dann könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es lustig. Für das Geld, warum nicht? Riecht etwas extrem, aber... Also ihr seht jetzt hier, jetzt habe ich zwei Bilder gemacht, das ist fast leer. Da haben wir ja noch eins. Und wer das mal testen möchte, warum nicht? Mir war es halt mal lustig, weil es meine Frau mir gekauft hat. Ich hole euch jetzt mal mit der Kamera her. Dann bis gleich. So, Freunde, zeige ich es euch mal von nahem. Das war ja das erste Bild. Ist eigentlich okay. Aber wie gesagt, ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Ich zeige euch das aber mal, wenn es getrocknet ist. Und ihr seht jetzt eigentlich hier, dass es das Silber sehr verschluckt hat. Okay. Das zweite mit Silikon. Da hat es noch mehr von dem Silber gelassen. Das war ja das Flipcup. Und mit den Zellen muss man sagen, eigentlich auch soweit gut funktioniert. Ich zeige es euch dann auch, wenn es getrocknet ist. Bin ich mal gespannt, ob das dann wirklich glänzt oder nicht glänzt. Okay.
So Freunde, nach 24 Stunden, das Bild ist getrocknet, zeige ich es euch mal. Ein kleiner Tipp von mir, vielleicht auch weniger Blau nehmen, Blau ist ziemlich dominant und natürlich durch das Petrol ist er auch fast bläulich. Okay, was cool ist, ihr seht es hier, es glänzt, also trocknet glänzend ab. Ist jetzt auch soweit geblieben. Also, kann man lassen. Ich bin eigentlich positiv überrascht. Schmeiße ich das mal weg. Ups. Habe ich da mitgenommen. Jetzt hier noch das mit Silikon. Also funktioniert auch mit Silikon. Ja. Gut, wie gesagt, glänzt auch leicht. Gar nicht schlecht. Als kleiner Tipp noch, ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt, ihr habt hier teilweise, also die, wo es noch nicht kennen, Silikonflecken, die könnt ihr dann mit ein bisschen Spülmittel leicht feucht abwischen. Dann ist das auch wieder gut. Okay. Das war's dann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Einfach mal was anderes. Und gerade für die Neulinge eine günstige Variante, um es einfach mal zu testen, auszuprobieren, bevor ihr jetzt teure Materialien kauft. Und es ist nichts für euch. Muss ich ehrlich sagen, nicht schlecht für den Preis. Also für 3,90 Euro. Passt. Also gut, ich wünsche euch was, bleibt gesund, macht's gut, bis dann, tschüss, bye.